Die InnoTech 3D-Technologie ist ein anorganisches Bindemittelsystem für das Binder-Jetting 3D-Druckverfahren. Als additives Kernfertigungsverfahren wird die werkzeuglose Herstellung von anorganischen Sandkernen für den Leichtmetallguss ermöglicht. Das innovative Verfahren bietet der Gießereiindustrie eine wirtschaftliche Lösung zur schnellen und flexiblen Produktion von Prototypen und Bauteilserien. Funktionsintegrierte Sandkerne können so das Produktionsportfolio konventioneller Kernfertigungsverfahren ergänzen. Beim Binder-Jetting-Verfahren zur anorganischen Sandkernherstellung wird prinzipiell eine trockenere Formstoffzusammensetzung bestehend aus Quarzsand und einem Feststoffadditiv schichtweise aufgetragen und die Kerngeometrie durch selektives Verdrucken des flüssigen Bindemittels hergestellt. Das Beschichtungssystem und der Druckkopf befinden sich dabei in unmittelbarer Nähe und werden über bewegliche Achssysteme horizontal über das Baufeld bewegt. Die dafür benötigten Druckinformationen werden aus einer digitalen Entwurfsdatei übertragen. Beim schichtweisen Auftrag, dem sogenannten Recoating, wird die Formstoffzusammensetzung aus einem Vorratsbehälter über einen Spalt spezifischer Größe in Abhängigkeit der Fließ- und Rieselfähigkeit der Formstoffzusammensetzung ausgetragen. Die auf dem Baufeld resultierende Menge der Formstoffzusammensetzung wird über die Funktionskante der Recoater-Klinge in Form einer Walze durch eine horizontale Bewegung verschoben und verdichtet. Das flüssige Bindemittel wird anschließend über Druckmoduldüsen aus dem Druckkopf auf das Baufeld aufgetragen. Die Bauplattform wird über eine Bewegung der Z-Achse um die Schichtdicke des schichtweisen Auftrags der Formstoffzusammensetzung abgesenkt und der Prozessablauf bis zur Vervollständigung des CAD-Datenmodells wiederholt. Nach Vervollständigung der Kerngeometrie erfolgt die thermische Härtung der bedruckten Bereiche im Stützsand. Dabei werden üblicherweise Mikrowellentechnologien eingesetzt. Die gehärteten Bereiche werden von ungebundener Formstoffzusammensetzung befreit und der fertige Sandkern erhalten. Das anorganische Bindemittelsystem InnoTech 3D ist ein Zwei-Komponentensystem für das Binder-Jetting-Verfahren. Komponente 1, eine modifizierte Alkali-Silikatlösung, ist das flüssige InnoTech 3D-Bindemittel, das aus Druckmoduldüsen auf dem Baufeld appliziert wird. Komponente 2 ist der InnoTech Promotor, ein pulverförmiges Gemisch natürlicher und synthetischer Rohstoffe. Die Anforderungen an das Bindemittel sind vielfältig. Die Druckkopfkompatibilität umfasst die Materialverträglichkeit von wasserbasierten alkalischen Silikatlösungen gegenüber Druckkopfkomponenten sowie die Applikationseigenschaften des Bindemittels am Druckkopfmodul. Die physikalischen Eigenschaften des flüssigen Bindemittels, beispielsweise Viskosität und Oberflächenspannung, sind temperaturabhängig und spielen in den Phasen der Tropfenbildung bei der Applikation eine entscheidende Rolle. Die Druckkopfkompatibilität ist damit ein zentrales Leistungs- und Qualitätskriterium. Ein Antrocknen des Bindemittels am Druckkopf führt zum Düsenausfall und beeinträchtigt die Produktivität des Verfahrens sowie die Qualität der Sandkerne. Gleichzeitig werden zentrale Sandkerneigenschaften, beispielsweise Festigkeit und Maßhaltigkeit bei der Kernherstellung, über das flüssige Bindemittel beeinflusst. Die Widerstandsfähigkeit der Sandkerne gegenüber den mechanischen und thermischen Einflüssen der Gießanwendung wird als Thermostabilität bezeichnet und kann für das Bindemittelsystem InnoTech 3D über die Formulierung und Zugabemenge des flüssigen Bindemittels gesteuert werden. Das Produktkonzept der Thermostabilität ist für additive sowie konventionelle Kernherstellungsverfahren von ASK Chemicals patentiert und beeinflusst die Qualität von Gusskomponenten maßgeblich. Der InnoTech Promotor beeinflusst die Fließ- und Rieselfähigkeit der Formstoffzusammensetzung beim Recoating-Prozess und verändert somit neben weiteren Einflussfaktoren die resultierende Sandkerndichte im Baufeld. Aufgrund der partikulären Struktur und Partikelgrößenverteilung des InnoTech Promotors können Hohlräume zwischen den einzelnen Sandkörnern des Baufelds aufgefüllt werden, sodass Sandkerne hoher Maßhaltigkeit entstehen. Zusätzlich sind reaktive Bestandteile des InnoTech Promotors in der Lage, sich über Oberflächenreaktionen mit dem flüssigen Bindemittel zu verbinden, sodass eine Initial- oder Grünstandsfestigkeit während der Druckprozesse resultiert und Endfestigkeiten des Sandkerns beeinflusst werden. Die eigentliche Applikation des flüssigen Bindemittels erfolgt über Piezo-Inkjet-Druckmodule, die in Blöcken zum Aufbau des Druckkopfs zusammengeschlossen sind. Ein Druckmodul beinhaltet dabei ein Piezo-Element, eine Vibrationsplatte und eine Druckfluidkammer, aus der das flüssige Bindemittel über die Öffnung der Druckmoduldüse auf dem Baufeld aufgetragen wird. Piezo-Druckköpfe stellen den Stand der Technik für das Binder-Jetting-Verfahren zur Sandkernherstellung dar und arbeiten nach dem Prinzip der intermittierenden Tropfengenerierung, dem sogenannten Drop-on-Demand-Prinzip.
Dabei werden über eine Vielzahl einzelner Kapillardüsen signalgebunden einzelne Tropfen erzeugt. Im spannungsfreien Zustand, also in der Ruhephase, verbleibt das Bindemittel durch Kapillarkräfte und einem leichten Unterdruck in der Druckfluidkammer des Druckmoduls. Wird das Piezoelement mit einer Spannung beaufschlagt, so reagiert es mit einer Verformung. In der Ausgangslage befindet sich das Piezoelement in einem Relaxationszustand und das Volumen der Druckfluidkammer ist vergrößert. Anschließend erzeugt das Anlegen einer gegenpoligen Spannung eine Kontraktion des Piezoelements und eine schlagartige Volumenverkleinerung der Druckfluidkammer resultiert. Die hierbei erzeugte Druckwelle presst einen Tropfen mit hoher Geschwindigkeit, die sich auf mehrere Meter pro Sekunde beziffert, aus der Druckdüse. Das anschließende Anlegen einer gegenpoligen Spannung ruft eine Volumenvergrößerung im Fluidkanal hervor, die zum definierten Abriss des Tropfens und schnellem Nachfließen des Bindemittels in die Druckfluidkammer führt. Der Zyklus einer solchen Tropfenerzeugung nimmt weniger als 60 Mikrosekunden in Anspruch. Die am Piezoelement angelegte Spannung und Impulsbreite nehmen dabei in Abhängigkeit der Viskosität des flüssigen Bindemittels einen Einfluss auf die Art und Größe der Tropfenbildung. Zusätzlich kann der Abstand zwischen einzelnen Tropfen über die Auflösung eingestellt und so der Eintrag des flüssigen Bindemittels gesteuert werden. Die Applikation des flüssigen Bindemittels folgt den Phasen der idealisierten Tropfenbildung. Das Anlegen einer piezoelektrischen Spannung bewirkt zunächst die Ausbildung einer Einschnürung und die Bildung eines Meniskus. Diese Einschnürung zieht sich in die Länge und nimmt die Form eines Fadens an, an dessen Ende ein fast kugelförmiger Tropfen anknüpft. An der Kontaktstelle verjüngt sich die Einschnürung weiter. Ist die Einschnürung instabil, löst sich der Tropfen in Abhängigkeit der Viskosität des Bindemittels vom Faden. Unter Rekombination von Faden und Tropfen entsteht ein idealsphärischer Flüssigkeitstropfen. Die physikalischen Kenngrößen des flüssigen Bindemittels, beispielsweise Viskosität und Oberflächenspannung, nehmen dabei besonderen Einfluss auf die Art der Tropfenbildung. Eine mögliche Fehlapplikation des Bindemitteleintrags wird durch die Bildung von Satellitentropfen beschrieben, die sich aus einer fehlenden Rekombination von Haupttropfen und Einschnürung bei der Tropfenbildung ergeben. Dabei entstehen Tropfen unterschiedlicher Größe und somit ein nicht konstanter Bindemitteleintrag auf dem Baufeld. Auch das Fehlen von Einzeltropfen oder die Schweifbildung bei der Tropfenabschnürung sind potenzielle Fehlapplikationen beim Bindemitteleintrag. Weitere Fehlapplikationen werden durch eine unkontrollierte Benetzung des Bindemittels am Druckmodul beschrieben, die eine Tropfenausbildung unmöglich macht. Ein schiefer Tropfenflug führt dabei zum Verlust der Kernmaßhaltigkeit in der Herstellung. Daher ist es notwendig, die Parametereinstellung am Druckmodul, beispielsweise Spannung, Impulsbreite und Auflösung, auf die physikalischen Parameter des Bindemittels, also Viskosität und Oberflächenspannung, anzupassen. Gleichzeitig ist die Temperaturkonstanz an der Druckdüse für eine hohe Prozesskontrolle überaus wichtig, da die physikalischen Parameter des flüssigen Bindemittels temperaturabhängige Kenngrößen darstellen. Die Dimensionstreue, auch Zeichnungskonformität genannt, von Gussteilen hängt im Wesentlichen von der Maßhaltigkeit der anorganischen Sandkerne bei der Kernherstellung als Ausgangslage vor der Gießanwendung ab und wird durch die Eigenschaften des Sandkerns gegenüber den thermischen und mechanischen Einflussgrößen in der Gießanwendung bestimmt. Die Maßhaltigkeit der Sandkerne bei der Herstellung stellt in additiven Verfahren aufgrund des Fehlens äußerer Konturen wie dem Formkasten oder Kernwerkzeug einen kritischen Erfolgsfaktor dar. Physikalische Effekte müssen überwunden werden, um eine hohe Maßhaltigkeit zu gewährleisten. Die Migration des flüssigen Bindemittels in den unbedruckten Stützsand aufgrund von Kapillar- und Schwerkräften oder auftretende Schwindungseffekte, die durch ein Verdunsten der Lösungsmittel des Bindemittels im Druckprozess entstehen, sind dabei nur Beispiele. Diesen physikalischen Effekten wird teilweise durch die Bearbeitung des CAD-Datenmodells entgegengewirkt. Dabei gilt es, Toleranzabweichungen für Großserienanwendungen von plus minus 0,1 bis 0,3 mm gegenüber dem CAD-Datenmodell einzuhalten. Zum Vergleich: Die mittlere Korngröße des hier eingesetzten Formgrundstoffs Quarzsand beträgt 0,14 bis 0,15 mm. Die Maßhaltigkeit in der Gießanwendung wird durch die Thermostabilität des Sandkerns bestimmt und beschreibt die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und thermischen Einflüssen der Gießanwendung. Mit dem InnoTec 3D-Bindemittelsystem wird die Thermostabilität über die Art und Zugabemenge des flüssigen Bindemittels spezifisch eingestellt. So können Deformationen im Guss vermieden und Zeichnungskonformität für das Gussprodukt erhalten werden.
Die Erweichungstemperatur kann beispielsweise in einem Erhitzungsmikroskop bei einer Umgebungstemperatur von 850 Grad Celsius bestimmt werden. Je höher die Erweichungstemperatur, desto höher die Thermostabilität des Sandkerns im Gießprozess und desto geringer die Anfälligkeit für Deformationen. Die Probe auf der linken Seite verfügt nur über eine geringe Thermostabilität und erweicht bereits bei Temperaturen unterhalb 730 Grad Celsius. Die Probe auf der rechten Seite zeichnet sich im Vergleich durch eine hohe Thermostabilität aus und ist über einen breiten Temperaturbereich außerhalb der Gießtemperatur von Aluminiumgusslegierungen stabil. Die grundlegende Wertschöpfungskette anorganischer Bindemittelsysteme als emissionsfreie Technologie wird unabhängig vom Kernherstellungsverfahren auch für das Binder-Jetting-Verfahren beibehalten. Die Produktivitätssteigerung und erhöhte Kokillenverfügbarkeit in der Gießanwendung auf Basis reduzierter Reinigungs- und Wartungsarbeiten bleibt ebenfalls durch den Wechsel des Kernfertigungsverfahrens erhalten. Der eigentliche Produktnutzen des Bindemittelsystems Innotec 3D ergänzt die Gesamtwertschöpfungskette anorganischer Bindemittelsysteme für konventionelle Kernfertigungsverfahren um das technologische Kriterium der Funktionsintegration und das ökonomische Kriterium reduzierter Entwicklungskosten im Bereich der Prototypenfertigung.